Unsere Themen am Dienstag. Rote Markierungen am Spreeufer. Das Gute liegt so nah. Und über 1,8 Millionen Klicks auf YouTube. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Du willst ein Studium und zwei Abschlüsse? Du glaubst, das geht nicht? Doch, an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Cottbus. Informiere dich unter vwa-cottbus.de. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Im Cottbuser Bahnwerk kam es gestern zu einem Großeinsatz. Die Hälfte des Fahrzeuginstandhaltungswerkes musste abgesperrt werden. Grund war die Beschädigung einer Waschmaschine für Radsätze. So war unter anderem das Maschinenuntergestell defekt und die Blechwanne verbogen. Des Weiteren kam es zum Wassereinbruch im Wannenbereich. Mitarbeiter wurden keine verletzt. Der Betrieb im Bahnwerk ging heute auch ganz normal weiter. Zur Schadenshöhe und zur Schadensursache gibt es noch keine weiteren Informationen. Weitere Informationen aus unserer Stadt haben wir aber für Sie in unseren aktuellen Kurznachrichten. Schüler dürfen sich austesten. Am 11. Februar findet um 11 Uhr in der Leichtathletikhalle die Talentiade des Landessportbundes Brandenburg sowie des Stadtsportbundes statt. Dabei sind Schüler der dritten Klassen zur Teilnahme aufgerufen. Denn hier können sie sich in den verschiedensten Sportarten ausprobieren. Außerdem stehen viele Trainer bereit, um Kindern, Eltern oder Großeltern Auskunft über Anforderungen und Trainingszeiten zu geben. Baumfällung entlang der Spree. Anfang Januar berichteten wir über rot markierte Bäume, die unter den Bürgern für Verwirrungen sorgten. Nun steht fest, wie viele Bäume wirklich der Säge zum Opfer fallen werden. Etwa 19 Stück sollen in Sandow entlang der Spree komplett gefällt werden, da die Verkehrssicherheit trotz baumerhaltener Maßnahmen nicht garantiert wäre. An allen anderen rot markierten Bäumen finden Baumpflegearbeiten statt. Die Arbeiten sollen in den letzten zwei Februarwochen beginnen. Der Zug der fröhlichen Leute kommt ins Rollen. Am Sonntag startet Ostdeutschlands größter Karnevalsumzug. Erwartet werden auch in diesem Jahr wieder mehr als 3000 Aktive. Sie werden den Umzug mit rund 110 Fahrzeugen begleiten. Um 13.11 Uhr setzt sich der Zug in der Franz-Mehring-Straße in Bewegung und führt über den Brandenburger Platz und die Karl-Liebknecht-Straße bis zum Viehmarkt. Zum Abschluss wird im Festzelt eine riesige Party gefeiert. Heute kam es zu einem Schaden an der Trinkwasserleitung im Bereich Schweriner Straße in Cottbus. Die Wasserversorgung konnte dennoch gesichert werden. Um die Schadstelle reparieren zu können, ist die LWG leider gezwungen, in der Nacht von heute auf morgen von 22 bis 6 Uhr teilweise das Wasser abzustellen. Betroffen davon sind in Cottbus-Ströbitz folgende Straßen und Hauseingänge: Erfurter Straße 1 bis 7, 9 bis 13, 23 bis 30, Schweriner Straße 1 bis 3, 1a, 1b, 12 bis 22. Ströbitzer Weg 3, Potsdamer Straße 10 bis 22 und Geraer Straße 1 bis 7. Die LWG bittet alle betroffenen Einwohner um Verständnis für diese notwendige Maßnahme. Immer mehr Verbraucher bevorzugen beim Lebensmittelkauf Produkte aus der unmittelbaren Region. Gründe sind hohes Vertrauen in regionale Produzenten, kurze Transportwege, maximale Frische und die Bereitschaft, die Region und ortsansässige Betriebe zu unterstützen. Auch bleiben die Beziehungen zwischen Erzeuger, Händler und Verbraucher überschaubar und nachvollziehbar. Ein gutes Beispiel dafür ist das Gut Neu-Sakro. Rund 30 Kilometer von Cottbus entfernt befindet sich das Gut Neu-Sakro. Ein Gutshof, auf dem ausschließlich regionale Produkte angeboten werden. Eins davon ist das Johannesbrot. Dieses wird aus speziellem Getreide verarbeitet und hat sogar schon einen Preis gewonnen. Der Johannesbrocken wird auf den Rekultivierungsflächen im Tagebau angebaut, wird dann in die Spreewaldmühle gebracht und dort mit traditioneller Technik gemahlen. Und gelangt dann zur Bäckerei Merschank und der macht daraus dann unser Johannesbrot.
Den Namen hat das Brot, weil die Saat des Roggens nur am Johannistag ausgesät wird. Neben den frischen Backwaren gibt es im Hofladen auch ein großes Angebot an Fleischprodukten. Auch hier wird die Regionalität großgeschrieben. Alle Wurstsorten stammen ausschließlich von Tieren aus eigener Aufzucht und ortsansässigen Landwirten. Diese Vielfalt fernab der Massenproduktion kommt bei den Kunden gut an. Ja, einmal wohne ich in der Region, dann weiß ich, dass die Fleischerzeugnisse auch aus der Produktion hier aus der Nähe kommen. Der Fleischer ist uns bekannt, er macht gute Hausmachtskost. Das kommt natürlich bei uns gut an und wir können vertrauen, dass das auch in der Qualität in Ordnung geht. Weil es aus dieser Region ist, weil es frisch ist, weil die und hier produziert wird. Ja, wir sind eigentlich durch die Verwandtschaft, die hier lebt. Meine Mutter wohnt hier, aufmerksam geworden. Und fahren eigentlich regelmäßig her, wenn ich hier zu Besuch bin. Ja, hier gibt es halt doch ein paar andere Produkte, zum Beispiel Gewürze oder diese verschiedenen Teesorten, die mich ja sehr ansprechen. Ja. Vieles ist in den letzten Jahren auf dem Gut Neusakro passiert. Seit 2007 wurde der Hof grundlegend saniert und umgebaut. Im Mittelpunkt stand dabei der ehemalige Getreidespeicher. Aus ihm entstand der Hofladen und das Restaurant. Ja, das Gut Neusakro ist genau so wieder hergerichtet worden, wie es ursprünglich mal war. Und hier befinden wir uns jetzt in dem 150 Jahre alten Getreidespeicher. Er ist so erhalten geblieben. Das Holz ist bearbeitet worden und aus dem Speicher eben ein Gastraum entstanden auf 2 Etagen, wo die 2. Etage oben die Galerie untergebracht ist und Platz für 80 Personen hier im Restaurant geschaffen wurde. Generell soll auf dem historischen Areal in nächster Zeit noch viel passieren. So ist ein Erlebnishof geplant. Landwirtschaft zum Anfassen ist dabei das Motto. Das Gut Neusakro bietet den Besuchern schon jetzt eine ländliche Atmosphäre. Und das gerade einmal wenige Autominuten vom hektischen Stadtleben entfernt. Aber nicht nur regionale Produkte werden dort angeboten, sondern auch regelmäßige Veranstaltungen. Die nächste findet am Donnerstag zum Thema Gesund durch das ganze Jahr statt. Bei dieser Vortragsreihe soll sich alles so um die gesunde Aronia-Beere drehen. Kleine Leckereien sind dabei inklusive. Um 17 Uhr geht es los. Bei Reservierungen und Anfragen können Sie sich unter 03562 69 86 801 melden. Ich wollte immer Filme drehen und endlich ist mein erster richtiger Film fertig. Dieser Satz stammt von Erik Schiesko und die Rede ist von seinem ersten Langspielfilm Blaue Stunde. Er handelt übers Erwachsenwerden, den Zustand von Jugendlichen und den Auseinandersetzungen in dieser Zeit. Gerade ist man dem Kinderalter entwachsen, steht aber noch nicht richtig im Leben und die Suche nach dem Ich beginnt. Seit Mai 2014 ist der Film online zu sehen und das fand auf YouTube großen Zuspruch. 1,8 Millionen Klicks. Diese Zahl hat der Cottbusser Film Blaue Stunde von 2011 auf YouTube erreicht. Produziert wurde er von Erik Schiesko. Er hat sich schon mit vielen Projekten in der Region einen Namen gemacht. Blaue Stunde war dabei sein erster richtiger Film, mit dem er zunächst einmal seine Richtung festlegen wollte. Trotz unzähliger Untertitel hätte er nie mit einer solch großen Resonanz gerechnet. Das ist natürlich ein Gefühl, was man sich jetzt gar nicht so greifen kann, weil es ist eine Zahl, die jetzt relativ hoch ist und natürlich mit so einem kleinen Film, der irgendwie in Cottbus also ca. 2000 Leute ins Kino gezogen hat, das im Vergleich zu setzen ist so ein bisschen unreal, das kann man sich irgendwie nicht richtig vorstellen. Es ist ein schönes Gefühl sozusagen, weil in der Szene natürlich so eine hohe Klickzahl, sage ich mal, angekommen sein heißt so, ab 1 Million kann man schon sagen, in der Szene ist man so als Filmemacher vielleicht auch etabliert sozusagen. Und andererseits kannst du dir das nicht vorstellen, dass da wirklich so viele Leute jetzt hinter dem Rechner sitzen und sich diesen Film anschauen. Also das ist unvorstellbar, wenn man jetzt sagen würde, man würde alle Leute auf einen Platz holen und die gucken sich jetzt diesen Film an. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Im Film geht es um einen Jungen namens Niklas. Mit seinen 16 Jahren ist er stark schizophren. Der Unterschied zwischen Realität und Traum ist dabei nicht immer klar. Such dir ein Mädchen und hör auf, dir im Internet einen runterzuholen. Dann wird's schon wieder. Wer bist du? Ich bin du. Dazu kommen Probleme mit den Eltern und der Schule.
Das Mädchen Lotta holt ihn raus aus dieser Eigenwelt und zeigt ihm, was das Leben zu bieten hat. Niklas, ich finde dich richtig toll. Doch später läuft das Ganze aus dem Ruder und Niklas begeht einen folgenschweren Fehler. Warum ich geboren bin. Wer ist denn da? Der Versager. Wie bekloppt bist du eigentlich? Du bist doch der letzte Vollidiot. Ich meine, warum bin ich hier? Welchen Zweck erfülle ich? Mit dieser Geschichte hat Cisco wohl genau den Geschmack der YouTuber getroffen. Doch auf seinen Lorbeeren ausruhen kommt für Erik nicht in Frage. Die nächsten Projekte sind schon in Planung. Jetzt können wir uns gerade um ein aktuelles Projekt kümmern. Das ist ein interaktiver Film, den man dann im Internet sozusagen dynamisch weiterklicken kann. Da arbeiten wir gerade an der Fertigstellung, der dann bald, ist noch nicht ganz genau fest, wann das herauskommt, aber veröffentlichen werden. Und dann gehen die Ziele dahin, in den nächsten Jahren wirklich Filme zu produzieren, hoffentlich den Rhythmus ein bisschen zu verschnellern, also nicht zu sagen, man braucht jetzt 2 bis 3 Jahre, sondern fast vielleicht auch jedes Jahr irgendwann mal einen größeren Film, entweder regional oder auch überregional herauszubringen, zu produzieren. Und das ist das Ziel. Da sind jetzt die Weichen gestellt, Filmproduktionsbüro ist vorbereitet sozusagen, jetzt brauchen wir bloß noch die Menschen und die Leute, die Bock drauf haben, einerseits mitzumachen und andererseits ins Kino zu gehen. Und diese Leute werden sich bei Eriks Idee bestimmt finden lassen. Falls Sie jetzt Interesse haben sollten, auf YouTube kann sich jeder den Film kostenlos und in kompletter Länge ansehen. Der Direktlink ist auf konturprojekt.de zu finden oder über die Suchfunktion von YouTube Blaue Stunde kompletter Kinofilm. Das war's schon wieder für heute. Im Anschluss sehen Sie dann noch das aktuelle Wetter. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Bis dahin, tschüss. Die EG Wohnen baut vielleicht gerade Ihr neues Zuhause. Schauen Sie doch mal vorbei. Tag der offenen Tür in der Galinchener Straße. Am 14. Februar von 10 bis 13 Uhr. Flimmerfreies Licht für längeres, ermüdungsfreies Lesen und Arbeiten mit der Tageslichtstandleuchte von Daylight. Mehr dazu erfahren Sie bei uns. Low Vision Cottbus, Ihr Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen. Friedrich-Ebert-Straße 16. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zocken. Es ist, hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. In der kommenden Nacht gibt es wieder ein paar leichte Auflockerungen. Trotzdem kann hin und wieder etwas Schnee fallen. Die Temperaturen sinken auf -4 bis -6 Grad. Am Mittwochmorgen gibt es weiterhin etwas Schneegriesel. Bei maximal -1 bis -0 Grad besteht wieder Glättegefahr auf den Straßen. Der Wind weht dabei schwach aus Nordwest. Im Laufe des Tages bleibt es bewölkt, aber der Niederschlag lässt langsam nach. Die Temperaturen steigen nur noch gering auf höchstens 2 Grad.